Ich auch im Namen der Orga von Led Zeppelin meine Worte schließen und darf das Mikrofon weitergeben an wen von euch? Hallo zusammen, ich möchte euch auch im Namen des Project Teams begrüßen. Das Project Team besteht aus den ehemaligen Project Event Veranstaltern. Leider haben nicht alle heute hergefunden, die haben was anderes zum Tun gehabt, im Urlaub und ja, diverses andere. Deswegen würde ich euch ganz gern die, die da sind, kurz vorstellen. Das ist der Stash Lab, der Andreas. Der Ralf von den Limbofischen aus Essen vom Glück auf letztes Jahr. Und der Windy und ich von Project Munich, wir sagen Giga. Ja, Glück auf zusammen. Ach nee, falsches Event. Glück ab heißt es hier. Ich darf heute Danke sagen. Danke an die Orga. Leider sind hier nur zwei da. Oder sehe ich woanders noch rote T-Shirts? Da sind noch welche, die winken. Da ist auch noch ein rotes T-Shirt. Gefällt mir sehr gut, aber das... Ja, wir wollen Danke sagen, dass ihr ein tolles Project-Event hier auf die Beine gestellt habt. Danke sagen für die ganzen Mühen, den Schweiß und vielleicht auch die eine oder andere Träne, die ihr vergossen habt in der Zeit. Danke für die tollen Dosen und natürlich auch danke für die tolle Location. Der Bodensee ist echt klasse und die Zeppeline auch. Ja, habt ihr toll gemacht. Ich denke, mehr als Danke geht auch nicht. Ja, ich möchte nochmal ein, zwei Worte verlieren über die Project Events. Gestartet hat es ja 2009 in Bremen und wir haben damals, wo die Megas einfach noch nicht so zahlreich waren und von Groundspeak einfach die Vorgabe war, wenn man ein Mega wieder machen möchte, dann muss man ein Vorgänger-Event haben, dass sozusagen man gleich mit dem Mega-Event starten kann und nicht die Mühe hat, sich erst nach und nach die ganzen Willetens zu bekommen. Das hat sich in der heutigen Zeit alles ein bisschen geändert. Heute werden Events gepublished und man weiß, sie werden groß und dann haben die auch relativ schnell den Mega-Status. Und dennoch sind wir der Meinung, dass wir diese Tradition, sozusagen ein Event mit unserer Erfahrung zu supporten, wo man auch weiß, oder wo einfach auch so ein paar Bedingungen sind, dass es familienfreundlich sind, wobei die, alle Events in der Regel familienfreundlich sind, aber wir einfach so ein bisschen supporten von unserer Seite aus und da haben wir einfach, suchen wir immer ein Nachfolge-Event und das wird jetzt gleich der Windy bekannt geben. So, Odala, da unten, da schwitzen sie schon und zittern und bangen die Orga-Teams des nächstjährigen Project-Events. Also ihr habt es uns dieses Jahr wirklich nicht einfach gemacht. Wir haben lange diskutiert und sind dann zu einem Entschluss gekommen, welches Event wir nächstes Jahr den Titel Project verleihen wollen. Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos, ohne lang rumzuschwafeln. Es geht in die Mitte Deutschlands, es geht nach Kassel. Wer ist denn noch in Kassel? Würde ich das Orga-Team von Märchenhaft in Kassel vielleicht hier auf die Bühne bitten. Kommt mal auf die Bühne zu uns, bitteschön. So, herzlichen Glückwunsch. So, wer ist der Chef von euch? Wer ist die Chefin? Keinen richtigen Chef. Wer will? Wow! Also erstmal ein herzliches, großes, großes Dankeschön. Natürlich, ich drehe mal um, eigentlich an euch natürlich. Wir freuen uns echt wahnsinnig. Wirklich, wirklich, wirklich. Nach so einem tollen, gelungenen Wochenende hier ist das jetzt echt noch die richtige Krönung, denke ich, für das letzte Jahr, für unserem Event und den Start. Und ja, wir freuen uns alle auf euch in Kassel nächstes Jahr. Thema Märchen. Gut. Da
damit darf das alte Project-Team dem neuen Project-Team für nächstes Jahr die Glückwünsche aussprechen, alles Gute wünschen. Vor einem Jahr waren wir da, wo ihr heute steht. Gibt noch viel zu tun. Wir drücken euch die Daumen. Wenn ihr Hilfe braucht oder so, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank und good luck für nächstes Jahr. Danke. So, das war der letzte große Programmpunkt, den wir hatten für den heutigen Tag. Ich danke euch allen für das Feedback, was wir von euch hatten. Das war der größte Lohn, den wir uns geben konnten. Ja, jetzt seid ihr gerade hier Project geworden für nächstes Jahr. Ja. Sagt mir einfach was. Ich grüße euch. Alles gut. Was kommt auf uns zu? Ja, wir wollen viel mit Märchen machen. Wir wollen euch die Märchenfiguren mehr nahebringen. Die Brüder Grimm wollen wir euch nahebringen. Und natürlich unsere schöne Stadt Kassel, die viel schöner ist, als manche sagen. Und wann findet statt? Welches Datum? Am 5.8. ist das offizielle Haupt-Event. Wir starten am 3.8. mit dem Vor-Event auf der Knallhütte und enden am 5.8. nochmal in den Messehallen mit einem Frühstücks-Event. Wir sehen uns da. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir sind hier auf dem Mega Friedrichshafen, Led Zeppelin. Das Event neigt sich jetzt dem Ende zu. Die Besucher lichten sich hier, gehen langsam nach Hause. War ein gelungenes Event. Wetter hat größtenteils gut mitgehalten, es hat einen kurzen Regenschauer. Ja, wir haben heute das nächste Project verkündet. Ja, war recht spannend und es ist ja Kassel geworden, wie wir jetzt wissen. Und ich drücke denen die Daumen, dass das genauso gut wird wie all die anderen, die bisher stattgefunden haben. Aber ich denke schon, die machen ihren Weg, machen ganz gut. Wir drücken natürlich auch den Events, die nicht Project geworden sind, die Daumen, dass die ebenso ein gutes Event auf die Beine stellen.